إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سورة الانشقاق تسيشبالتن بسم الله الرحمن الرحيم إنا من الله استسأل ابامس تسبام Barmherzigen إذا السماء انشقت Wenn der Himmel sich spaltet und auf seinen Herrn hört, und es ist ja rechtens für ihn, dass er nämlich auf seinen Herrn hört, und wenn die Erde ausgedehnt wird und herauswirft, was in ihr ist und sich entleert, und auf ihren Herrn hört, und es ist ja rechtens für sie, dass sie nämlich auf ihren Herrn hört, O du Mensch, Du müßt dich hart zu deinem Herrn hin und so wirst du ihm begegnen. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. Das Buch wird ja in die Rechte gegeben, wenn man mehr Gutes getan hat. Deswegen dann versteht man das Hadith auch, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt: Schützt euch vor dem Höllenfeuer und selbst wenn es mit einem Teil von einer Dattel nur ist. Also die man dann jemanden abgibt, als Almosen gibt, wenn das die kleinste gute Tat auch nur ist, tut sie, denn wer weiß, vielleicht wird man an jenem Tag genau diese gute, rechtschaffene Tat genau benötigen. Das muss man sich mal vorstellen, wie man vor Allah stehen wird und wenn es denn sein muss, auch die einzelnen Dinge rechtfertigen muss und Hisab, Abrechnung ablegen muss. Das heißt in einem Hadith auch in einem authentischen Hadith das Erste, worüber Allah den Menschen befragen wird, ist, das habe ich dir nicht Gesundheit gegeben, einen gesunden Körper gegeben und habe ich dir nicht kühlen Trank gewährt. Also darüber muss man vielleicht sogar antworten, wie viel Schlucke man vielleicht sogar am Ende getrunken hat. Allah möge uns bewahren, uns einen leichten Hisab gewähren. Genauso heißt es in einem anderen, auch authentischen Hadith, dass der Mensch wird sich nicht von der Stelle bewegen, bis er über vier Dinge Rechenschaft abgelegt hat. Darunter sind, die Jugend, wofür er sie gegeben, investiert hat, weil man da besonders viel Kraft und Gesundheit hat, dann das Leben insgesamt, wofür hat er gelebt, was war sein Sinn im Leben, wofür hat er sich angestrengt, dann sein Besitz, woher er den verdient hat und wofür er ihn ausgegeben hat und dann sein Wissen, wie viel er danach gehandelt hat. Was ist dann in diesem Kontext eine leichte Abrechnung? Allah gewährt diesen, eine leichte Abrechnung. In Sahih al-Bukhari heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu genau darüber gefragt wurde und der Gesandte Allah sallallahu sagte, dass nein, derjenige, der in Einzelheiten befragt wird, der wird dann auch bestraft werden. Eine leichte Abrechnung bedeutet, dass man nur Allah vorgestellt wird. Dass man nur vorgestellt wird und schnell durch darf, wer aber nach Einzelheiten nachgeforscht und gefragt wird, der wird von Allah dann auch bestraft. Allah möge uns eine leichte Abrechnung, also nur das Vorstellen von Allah vor Allah gewähren. Das ist wie bei der Passkontrolle, wenn ihr schon mal verreist seid. dann Bei manchen schaut derjenige sich nur den Pass an und man darf direkt durch. Und bei manchen armen Menschen, die werden dann beiseite genommen und im Einzelnen gefragt, das Gepäck wird aufgemacht. Und wenn es ganz äh, schief läuft, dann muss man da vielleicht sogar einen ganzen Tag verbringen. Deswegen hat der Gesandte Allah wa sallam, uns auch eine Dua gelehrt: Allahumma hasibni hisa bin yasira, O Allah, mache meine Abrechnung eine leichte Abrechnung. Wer sein Buch also in die rechte Hand bekommt, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen, und er wird erfreut zu seinen Angehörigen zurückkehren. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch hinter seinen Rücken gegeben wird, der wird nach Vernichtung rufen. Und der Feuersglut ausgesetzt sein. Er war ja froh inmitten seiner Angehörigen. Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde. Ja, doch, gewiss, sein Herr sieht ihn wohl. Also er war froh inmitten seiner Angehörigen, ja war beschäftigt in seinen Annehmlichkeiten, der Annehmlichkeit des eigenen Heims, des Besitzes, der Kinder, dass man dafür auch dann gelobt werden will, das herumzuzeigen überall. Er dachte, das Leben würde nur daraus bestehen, seinen eigenen Neigungen und seinen eigenen Zielsetzungen, die nur mit der eigenen Person zu tun haben, den eigenen Interessen zu folgen. Das wäre schon das Leben, Eigeninteresse er lebte nicht für irgendein höheres Anliegen, schon gar nicht in der Suche nach der Wahrheit und er dachte, die Abrechnung, der Tag der Auferstehung, würde ja niemals eintreten. Alles sollte nach Geschmack sein, alles nach seinem eigenen Gefallen. Und was sind das für Menschen? Wir überlegen uns selber auch schon, was ist das wohl für ein Mensch, der nur für sich selber lebt, mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist, für keinen anderen da ist, nicht für die Schöpfung Allahs da sein kann, nicht will. Mit dem nächsten Leben hat er sowieso nichts zu tun, kein höheres Anliegen ist da. Was hat solch ein Mensch an Gutem eigentlich hinterlassen? Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde. Ja doch, gewiss, sein Herr sieht ihn wohl. Nein, ich schwöre beim Abendrot und der Nacht und dem, was sie zusammentreibt, und dem Mond, wenn er voll geworden ist, ihr werdet eine Schicht nach der anderen besteigen. Das Ab- und Zunehmens des Mondes ist auch ein wirklich gutes Beispiel für den Lebensverlauf. Die Geburt, die jungen Jahre, dann die Reife, wenn der Mond in seiner vollen Blüte dasteht, dann wieder die Abnahme, wenn alles langsam wieder schwächer und weniger wird, bis dass der Mond in der Dunkelheit für eine kurze Zeit verschwindet und dann als ein neuer Mond wieder erscheint. Wieder ein neuer Kreislauf entsteht. Genauso wir werden auch nicht ewig hier bleiben. Manche von uns sind noch in der Jugendphase, manche von uns in der Reifephase, vielleicht manche auch sogar schon von uns in der Abnahme im Altern in der Phase, wo alles wieder schwächer und weniger wird, bis dass wir verschwinden werden und nach uns eine andere Generation hier Platz nehmen wird. Ihr werdet eine Schicht nach der anderen besteigen. Was ist denn mit ihnen, dass sie nicht glauben, und wenn ihnen der Koran vorgelesen wird, sich nicht niederwerfen? Also auch danach handeln. Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, erklären ihn für Lüge. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie in ihren Herzen für sich behalten. So verkünde ihnen schmerzhafte Strafe. Außer demjenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Suratul buruj die Türme, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen, Buruj, wal-Yawmil Maw'ud, wa wa Beim Himmel mit den Türmen und dem versprochenen Tag und dem Zeugen und dem Bezeugten. Tod sei geweiht den Leuten des Grabens, des Feuers mit den vielen Brennstoff, als sie daran saßen und Zeugen dessen war, was sie den Gläubigen antaten. Das war zu einer Zeit, wo manche gläubige Menschen nur aufgrund der Tatsache, dass sie sagten La ilaha illallah, es gibt keinen Gott und nichts Anbetungswürdiges als äh, außer Allah, dass sie aufgrund ihres Glaubensbekenntnisses so grausam bestraft wurden, dass sie gezwungen wurden, in Feuergruben, also ausgehobene Gruben, in denen Feuer angezündet wurde, dort hineinzuspringen, während ihre Peiniger dabei saßen und mitansahen, was sie den Gläubigen antaten. Und was war ihr Verbrechen? Was war ihr Fehler? Warum wurden sie so grausam bestraft? Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, und Allah ist über alles Zeuge. Gewiß, diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Gewiß, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben, durch Alt von Bächen, das ist der große Erfolg. Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart, gewiß, er macht den Anfang und lässt wiederkehren und er ist der Allvergebende und Liebevolle der Herr des Thrones, der Ruhmvolle. Er tut alles, was er will. Ist zu dir die Geschichte der Herrscharen gekommen, Pharaons und der Thamud? Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, sind den Leugnen der Botschaft verhaftet. Doch Allah ist hinter ihnen her, sie umfassend. Nein, vielmehr ist es ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Der Koran wird also dementsprechend nicht geändert werden. Weder dürfen wir das, noch lässt Allah das zu. Der Koran ändert sich nicht. Wir, wir Menschen müssen uns ändern. Surah Al-Tariq, der Pochende. ar-Rahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wa'sama'i wa't tariq. Wa tariq. An Beim Himmel und dem Pochenden? Und was lässt dich wissen, was der Pochende ist? Er ist der durchbohrend helle Stern. Man sagt, damit ist der Nordstern gemeint, weil er immer an derselben Stelle ist. Er dreht sich in derselben Geschwindigkeit wie die Erde und deswegen erscheint er uns Erdenbewohnern, als ob er immer äh, verhaftet gleich wäre, auf der gleichen Stelle, immer in der gleichen Art und Weise auf uns herabblickend. Deswegen sagt Allah auch der durchbohrend helle Stern. Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter eingesetzt ist. Also genauso wie dieser Stern immer an derselben Stelle ist, gibt es keine Seele, über die nicht ein Hüter eingesetzt ist. Also über jede Seele ist wahrlich ein Hüter eingesetzt. So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen, das zwischen der Lende und der Brust hervorkommt. Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen. Am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden, dann hat er weder Kraft noch einen Helfer. Beim Himmel mit der Wiederkehr und der Erde mit ihren Sprüngen? Er ist wahrlich ein entscheidendes Wort, nämlich der Koran. Er ist kein Scherz, also was Sinnloses, was einfach dahingesagtes. Das alles hier hat Sinn, hat ein Anliegen, soll etwas in uns erreichen. Genau wie der Regen, also wenn Allah den Regen anspricht, indem er nämlich sagt: beim Himmel mit der Wiederkehr, also der Regen, der immer wieder kommt, und der Erde mit ihren Sprüngen die ja durch den Regen belebt wird, die Früchte gibt, nur weil der Regen auf sie getroffen ist. Schaut mal, was für eine Entwicklung und was für ein Nutzen daraus entsteht, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen. Dann spricht Allah über den Koran, soll er etwa auf eure Herzen fallen und dabei soll nichts Sinnvolles und Fruchtbares hervorkommen? Wollt ihr so tot wie vorher bleiben, selbst wenn ihr den Koran vernommen habt? Nein, dieser Koran ist wahrlich ein entscheidendes Wort, er ist kein Scherz, sie wenden eine List an. Und ich wende eine List an, so lasse den Ungläubigen noch Zeit, lasse ihnen nur eine Weile Zeit. Und egal wie viel Zeit Allah ihnen gewährt, wenn das Jenseits erstmal eintritt, wird diese gesamte, gesamte Zeit nicht mehr erscheinen als eine Stunde oder der Teil eines Tages. Suratul A'la, der Höchste, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, Rabbi Rabbikal A'la. Preis den Namen deines höchsten Herrn. Deswegen sagen wir, Ala, der erschafft und dann zurechtformt und der das Maß festsetzt und dann rechtleitet. Also alles in der Schöpfung hat ein festes Maß, weiß, wie es zu funktionieren hat. Es wurde geleitet zu seiner jeweiligen Aufgabe und Funktion und Handlung. Unser Körper weiß, wie er zu funktionieren hat und der das Maß festsetzt und dann recht leitet und der die Weide hervorbringt und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht also vor unseren Augen verliert sie an Lebendigkeit an Frische und wird dann vertrocknet und ändert die Farbe und wird zu Spreu genauso wird das Leben auch aus uns weichen auch wir gehen unserem Ende zu egal wie lang der Tag ist aber letztlich muss es einen Abend geben und dann auch eine Nacht wir werden dich lesen lassen und dann wirst du nichts vergessen Außerdem, was Allah will, er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt. Und wir werden dir den Weg zum leichteren leicht machen, so ermahne, wenn die Ermahnung nützt. Und wem nützt die Ermahnung? In Wirklichkeit bedenken wird jemand, der Gottesfürchtig ist, der also Allah fürchtet, Taqwa hat im Herzen, dem wird dann die Ermahnung auch nützen. Meiden aber wird sie der unseligste, der dem größten Höllenfeuer ausgesetzt sein wird. Darin wird er hierauf weder sterben noch leben. Also er hört die Ermahnung, aber es ändert sich nichts, es ist genauso, als ob er sie nicht gehört hatte. Wohlergehen wird es ja jemanden, der sich läutert. Das ist jetzt das Erfolgsrezept. Wie wird man bei Allah erfolgreich? Indem man sich läutert, reinigt. Die Gedanken, das Herz, die Taten, die Rede, alles sauber halten, von Verschmutzungen und Verunreinigungen säubern und auch weiter pflegen und abwehren oder bewahren davor, dass es wieder sich verschmutzt, all das muss getan werden, der sich läutert und des Namens seines Herrn gedenkt, so betet er. Nein, vielmehr zieht ihr das diesseitige Leben vor, das ist ja das Problem, weil wie reinigt man sich auch, indem man den Koran liest und sich daran hält, was darin steht, indem man mit rechtschaffenen Menschen sitzt, indem man rechtschaffene Taten tut, so reinigt man sich ja, aber all dies fällt ja sehr schwer weil das Diesseits einem ja viel lieber ist als das Jenseits. Man will schnellen Nutzen haben, schnellen Genuss haben und deswegen äh, tut man sich selber Unrecht, indem man sich nicht reinigt und läutert. Während das Jenseits besser und beständiger ist, dies ist wahrlich in den früheren Blättern enthalten, den Blättern Ibrahims und Mosas, also auch in den früheren Offenbarungen, hat Allah schon dieses, diese Anleitung herabgesandt, nämlich was? Wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann gilt es Tazkir zu machen, sich zu läutern, Dicker und Gebet zu verrichten, das Allahs zu gedenken und das Gebet zu verrichten und diese Dinge führen zum Erfolg. Und all dies schafft man nur, wenn man das Jenseits dem Diesseits bevorzugt und nicht umgekehrt, das Diesseits lieber hat als das Jenseits. Surahul al die überdeckende, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen? Das ist eine Frage, die uns gestellt wird. Jetzt müssen wir alle überlegen, ist zu mir schon diese Geschichte, diese Kunde von dem Tag gekommen, wo alles überdeckt werden wird? Die überdeckende Stunde des jüngsten Tages? Wir können das auch unsere Bekannten fragen, wir können das auch unsere Kinder fragen, wenn wir Koran lehren oder wenn wir sie im Islam, in der islamischen Lehre unterweisen. Der Mensch soll ja ein bisschen überlegen, das was weiß er eigentlich schon darüber, hat er sich schon ein paar Gedanken darum gemacht. Die einen Gesichter werden an jenem Tag demütig sein, sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt, einem sehr heißen Feuer ausgesetzt und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen. Es wird für sie keine Speise geben, außer aus trockenen Dornen, die weder Fett machen, noch gegen den Hunger nützen. Allah möge uns davor bewahren. Die anderen Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein, mit ihren Bemühen zufrieden und in einem hohen Garten. Ihr merkt, wo von Jannah, vom Paradies gesprochen wird, wird auch von Höhe gesprochen, worin sie keine unbedachte Rede hören. Das ist ein Vorzug von Jannah. Allah beschreibt das hier als eine Gnade des Paradieses, dass man darin keine unnütze, unbedachte Rede hören wird. Und das ist wirklich eine Wahrheit. Manchmal hat man alles zu essen, zu trinken, ein Dach über den Kopf, alles ist in wunderbarer Ordnung, aber aufgrund der unbedachten Rede von jemandem kann man den ganzen Tag nicht mehr genießen. Oder die Handlung, in der man gerade war, kann man nicht genießen, weil jemand einen beleidigt oder einfach irgendwas gesagt hat wieder, was einem äh, im wahrsten Sinne des Wortes den Bissen im Hals hat äh, stecken lassen. Weil man das nicht mehr sich anhören kann oder weil man schon wieder auf irgendetwas hingewiesen wurde, was einen halt verletzt oder traurig macht, all dies wird im Paradies nicht mehr passieren. Darin gibt es eine fließende Quelle, darin gibt es erhöhte Liegen und hingestellte Trinkschalen und aufgereihte Kissen und ausgebreitete Teppiche. Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind? Also sehen Sie denn nicht in der Schöpfung, dass es einen Schöpfer geben muss? Erkennen Sie denn nicht Allahs Größe anhand der Schöpfung, die Allah vor Ihnen vor Ihren eigenen Augen immer wieder zeigt und hinstellt, das schaut hier auf die Zeichen Allahs? Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind, und zum Himmel, wie er emporgehoben worden ist, und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind, und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist? So Amane, du bist nur ein Amane. Du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus. Wer sich aber abkehrt, und ungläubig ist, den straft dann Allah mit der größten Strafe. Gewiss zu uns ist ihre Rückkehr und gewiss hierauf obliegt uns ihre Abrechnung. Allah zu erkennen, ist die größte Aufgabe des Gläubigen, Ma'arifa von Allah zu erwerben und dafür hat Allah die Schöpfung auch erschaffen, unter anderem, dass sie als Alem, als Zeichen gelten, um die Schöpfung zum Schöpfer zu führen. Surah al-Fajr, die Morgendämmerung. bis r rahman rahim im Namen Allahs, des alabamas des Barmherzigen. Bei der Morgendämmerung und den zehn Nächten und den geraden und den ungeraden Tag und der Nacht, wenn sie vorzieht. Bei diesen zehn Nächten sagt man entweder, das sind die zehn Nächte des Monats Dhul die ersten zehn Nächte. Das ist die ein wenig stärkere Meinung. Gibt aber auch die Meinung, dass das die zehn Nächte von Ramadan sind, die auch sehr gesegnet sind. Und den geraden und den ungeraden Tag und der Nacht, wenn sie vorzieht. Ist darin ein ausreichender Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt? Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr, mit Irom, mit den Stützen, dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen, und mit den Vermut, die im Tal die Felsen aushöhlten, und mit Pharaon, dem Besitzer der Pfähle, also all diese waren sehr mächtig, sehr kundig, was ihre jeweiligen Handwerke und Zivilisationen einfach anging? Hat ihnen all das genützt, als die Strafe Allahs auf sie herabkam? Die, sie alle, das Maß an Frevel in den Landstrichen überschritten und darin viel Unheil stifteten. Da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus. Gewiss, dein Herr wartet ja auf sie. Was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt und ihm ein wonnevolles Leben verschafft, so sagt er: Mein Herr behandelt mich freigebig. Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihn dabei seine Versorgung bemisst, also kürzt, so sagt er, mein Herr setzt mich der Schmach aus. Keineswegs. Also beides war Prüfung, ob er jetzt viel von Allah bekommt oder mal weniger von Allah bekommt, beides ist Prüfung. Was tut aber der Mensch, der nicht äh, geleitet wurde in dieser Hinsicht von Allah? Der Mensch sagt, einerseits, das war meine eigene Leistung, wenn er was bekommt, das war ja klar, ich bin ja auch so fleißig und so intelligent und. Was auch immer, ich musste ja viel bekommen. Wenn er aber wenig mal bekommt, dann empfindet er es als Unrecht, als Erniedrigung, als etwas, was er so nicht verdient hat. Beides war Prüfung. Allah tut, was er will. Unsere Aufgabe ist, Geduld in der einen Situation und Dankbarkeit in der anderen Situation zu haben. Und nicht auf Allah oder auf uns selber falsche Annahmen zu fällen. Und dann sagt Allah, keineswegs. Wie habt ihr euch denn eigentlich benommen? Keineswegs. Vielmehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig und haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung des Armen an. Weder tut ihr den Armen und Bedürftigen, den weisen Kindern nicht Gutes, noch befehlt ihr einander, dass man doch die Armen speisen sollte, dass man doch für die was tun sollte. Lasst uns gemeinsam etwas planen für die Armen in unserer Gemeinschaft, für die Bedürftigen in unserer Gemeinschaft. Nein, ihr wart immer nur mit euch selber beschäftigt. Und ihr verzehrt das Erbe, ja, ihr verzehrt es ganz und gar, und ihr liebt den Besitz, ja, ihr liebt ihn voll und ganz, deswegen gebt ihr auch nicht ab davon, deswegen wollt ihr ihn nur selber genießen und den Armen und Bedürftigen nichts abgeben, keineswegs, wenn die Erde eingeebnet, ja, platt eingeebnet wird. Hierin steckt auch eine äh, Ermahnung und auch eine Drohung, dass ihr Menschen, die euch beklagt, Allah hat mir Unrecht getan, ich habe zu wenig bekommen, habt ihr denn auf die Bedürfnisse anderer geachtet? Jetzt seid ihr selber in Not. Jetzt seid ihr diejenigen, die bedürftig sind. Und das ist ein Grundgesetz. Wer auch immer die Not anderer nicht achtet, gemein ist, ungerecht ist, egoistisch ist, er wird im zeit schon niemals wahre Ehre erlangen können. Der für sich selber und andere zweierlei Maß hat. Die Not anderer sieht er überhaupt nicht und für die eigene Not ist er eifrig dabei, sich zu beklagen und zu weinen und zu wehklagen. Aber die Not der anderen ist für ihn überhaupt kein Grund, kein kein Bewegsgrund, dass er auch mal was tun soll? Er gebietet noch nicht mal anderen, dass man Arme speisen sollte? Warum macht man das eigentlich nicht? Warum sagt man noch nicht mal, dass das und das wäre vielleicht ganz gut zu tun? Oder das und das ist Unrecht, weil man selber nicht als schlecht gelten will? Warum soll ich was sagen, dann hat er was gegen mich? Warum soll ich diejenige sein, die sich selber schadet? Sollen die sich doch selber helfen? Ja, das alles letztendlich kurz zusammengefasst ist das Egoismus. Man lässt oft Unrecht zu, stillschweigend, stillschweigender Zuschauer ist man sehr gerne, weil es die Mühe nicht wert ist, weil man nicht herausstechen will damit, weil man nicht auffallen möchte, was auch immer, anstatt eine Lösung zu suchen, anstatt an andere Menschen zu denken, anstatt dafür das wenige, was wir tun können, zu tun, um Ungerechtigkeit entgegenzuwirken. Keineswegs, wenn die Erde eingeebnet, ja, platt eingeebnet wird und dann herkommt und die Engel Reihe um Reihe das ist der Tag der Auferstehung und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle an jenem Tag wird der Mensch bedenken wie soll ihm dann die Selbstbesinnung nützen also wenn dann der Mensch endlich einsieht dann nützt ihm das nichts mehr er wird sagen o oh, hätte ich doch für mein jenseitiges leben etwas vorausgeschickt an jenem Tag wird niemand strafen so wie er straft also allah und niemand wird fesseln so wie er fesselt o oh, du seele die du Ruhe gefunden hast. Das ist jetzt genau der andere Typ Mensch, der nämlich dankbar ist, wenn er was hat, geduldig ist, wenn er mal weniger hat, an andere denkt, den Besitz nicht so sehr liebt, dass er nicht mehr an andere denken kann, dass er nicht mehr abgeben kann, der für die Not der Bedürftigen, der Unrecht Leidenden etwas getan hat, was immer das auch war, das, was in seinen Mitteln und Möglichkeiten möglich war, der an andere gedacht hat, der nicht nur für sich selber gelebt hat, wie wird er dann von den Engeln angesprochen werden, wenn er sterben wird, o du Seele, die du Ruhe gefunden hast? Kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück, tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Und das ist auch ein weiteres Gesetz von Allah, dass derjenige, der nicht an andere denkt, der immer nur für sich selber lebt und sich selber das Wichtigste ist, der wird niemals wahre seelenruhe empfinden nur derjenige der auch an andere denken kann der nicht egoistisch ist kann seelenruhe von allah erwerben der kann als ruhige seele angesprochen werden der andere kann höchstens gefühlskalt sein das kann man aber nicht verwechseln mit seelenruhe mit ruhigem herzen denn eine gewisse schuld bleibt immer dass nein du hast nicht genug getan du bist der dem menschlich sein bist du nicht gerecht geworden nur der anderen beisteht findet echte ruhe und wenn wir wollen, dass der Tod uns begegnet und wir in einem solchen Zustand sind, dass wir ruhige Seelen haben, dass wir unser Bestes getan haben, dass wir für andere auch da waren, dass wir für ein höheres Anliegen als nur uns selbst zu befriedigen gelebt haben, dann soll er sich jede Nacht prüfen. Er soll sich jede Nacht prüfen und wenn die Beziehung mit einem Menschen dazwischen kommt, dass man diese Seelenruhe haben kann, dann versucht es so schnell wie möglich zu bereinigen, selbst wenn ihr im Recht seid. Gebt ruhig nach, verzeiht dem anderen, bittet sogar um Verzeihung, auch wenn ihr im Recht seid. Denn es macht nichts aus. Selbst wenn man hier einmal klein wird, bei Allah sollen wir wa wahre Größe suchen. Bei Allah gilt es, wahre Größe zu suchen. Und solche Menschen sind ruhig, die sich wegen Anerkennung in dieser Welt, wegen Sturheit, wegen äh, Recht behalten, wegen rechthaberischem Verhalten dass sie sowas nicht aufs Spiel setzen, dass sie in einem solchen Zustand sterben dürfen, dass sie ruhige Seelen, ruhige Herzen haben und sie wissen, keiner auf dieser Welt hat ihnen etwas vorzuhalten. Von Nutzen sein, anderen Menschen nützen, den Dienern Allahs nützen und dann wird gesagt werden, tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgarten. <laughs>